Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute auch wieder mit einer Folge Enshrouded. Und zwar gucken wir uns heute im Detail nochmal die verschiedenen Settings an, die wir einstellen können und werden uns dann vielleicht auch mal dran wagen, die überkrasse Hard Mode im Spiel auszuprobieren. Ich bin auf jeden Fall total gespannt. Wenn euch das Video gefällt, gebt gern einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und aktiviert die kleine Glocke. Und wenn ihr Bock habt, joint doch meinem Discord-Server. Hier blende ich euch einen Code ein, den könnt ihr einfach scannen und dann seid ihr auch schon drauf. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß und let's go! Ja Leute, wir gehen natürlich sofort in die Einstellungen und gucken uns die nochmal kurz zusammen an, was wir tatsächlich alles einstellen können, wie wir es einstellen können. Und fangen auch gleich an hier bei der Feindschwierigkeit. Wir können hier einstellen, wie viel Schaden die Feinde machen, wie viel Schaden der Boss macht, wie viel Gesundheit der Boss und die Feinde haben, wie viel Ausdauer und Wahrnehmungsreichweite sie haben. Dann haben wir einen Punkt Feinde befrieden. Was bedeutet denn das? Wenn diese Option aktiviert ist, greifen Feinde die Spieler erst an, wenn sie angegriffen werden. Das ist auch sehr cool, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr baut viel und ihr habt keinen Bock, dass ihr beim Farmen die ganze Zeit gestört werdet. Dann macht ihr einfach diese Option an und schon greifen euch Feinde nicht mehr an. Sondern erst dann, wenn ihr sie halt angreift. Dann kann man einstellen, wie viele Feinde einen gleichzeitig angreifen, wie die Angriffssequenz ist und die Anzahl der Feinde. Gehen wir unter Spieler. Hier haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können sagen, wie hoch unsere Gesundheit ist, wie viel Mana und Ausdauer der Spieler hat, wie viele XP er beim Bergbau bekommt und wie viele XP er tatsächlich bekommt für Quests und Erkundungen. Und natürlich auch die Kampf-XP, wie viel wir bekommen, wenn wir kämpfen. Gehen wir weiter zum Überleben. Wir haben den Hungermodus und der ist jetzt auch neu. Ermöglicht Hunger und Verhungern. Du musst regelmäßig essen oder trinken, um zu überleben. Der ist jetzt hier auch aus. Den, glaube ich, mache ich im normalen Spiel aber an, weil ich prädestiniert dafür bin, dass ich vergesse zu essen oder zu trinken. Dann haben wir hier die Zeit bis zum Verhungern. Hier sind 10 Minuten eingestellt. Man kann es jetzt entweder auf 5 Minuten einstellen oder auf 20 Minuten. Dann kann man natürlich auch die Zeit im Miasma einstellen. Und man kann einstellen, Beuteverlust bei Tod. Möchte man alles behalten, wenn man stirbt, ist es auf Standard, also dass man quasi seinen Loot holen muss. Oder verliert man alles? Und diese Einstellung finde ich auch richtig geil, weil manchmal, ihr kennt es, man ist unterwegs, man hat kein Flammenaltar in der Nähe. Und dann muss man tatsächlich wieder ewig weit laufen, um seinen Loot zu holen. Und dann ist er vielleicht noch bei irgendeiner Miasma-Wurzel und man denkt sich, okay, weißt du was, scheiß einfach drauf. Deswegen finde ich Beuteverlust beim Tod, alles behalten, einfach immer super. Und ich finde tatsächlich, das ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie cheaten oder so, weil man würde ja eh hingehen und es holen, man spart sich halt einfach nur die Zeit dafür. Dann können wir einstellen, wie lang der Tag dauert und wie lang die Nacht dauert. Und das finde ich richtig geil, denn ich mag die Nacht nicht, aber das ist generell bei so Survival-Crafting-Spielen meine persönliche Meinung. Gefällt mir die Nacht nicht, deswegen ist es für mich immer cool, wenn sie so kurz wie möglich ist. Hier können wir noch einstellen, wie lange unser Nahrungsbuff hält und die Waffenhaltbarkeit. Dann sind wir auch schon bei Ressourcen, dem letzten Punkt angekommen. Da kann man dann einstellen, wie hoch die Produktionsgeschwindigkeit ist in der Werkstatt, wie hoch das Pflanzenwachstum ist, wie viel Waffenupgrades kosten und wie viel man rausbekommt, wenn man eine Waffe zerlegt. Dann gibt es hier noch Bergbauschaden. Dies skaliert den Bergbauschaden. Ein höherer Bergbauschaden führt zu mehr Terraforming und einer höheren Ausbeute an Ressourcen. Das ist auch nicht schlecht, wenn ihr am Bauen seid. Das heißt, je höher man es einstellt, desto mehr bekommt man raus und desto höher ist anscheinend auch das Ausbuddelding. Also so verstehe ich das jetzt zumindest. Und hier könnt ihr noch die Menge der Beute einstellen. Finde ich auch geil. Aber ich habe ja gesagt, wir gucken uns mal den Überlebensschwierigkeitsgrad an. Und jetzt möchte ich hier einige Sachen anpassen, damit ich es natürlich auch so schwer wie möglich habe. Wir machen hier jetzt komplett alles einmal auf Full. So, bitte auf Full, bitte auf Full, alles auf Full. Hallo. Feinde befrieden ist aus, passt. Gleichzeitig feindliche Angriffe, hart. Feindliche Angriffssequenz machen wir auch so hoch wie möglich. Und Anzahl der Feinde, viele. Gibt es noch irgendwas anderes? Nee, viele. Gut, dann lassen wir es dabei.
Ich hätte jetzt gesagt, dass ich die Einstellungen für die Spielergesundheit und so schon so lasse. Das sind vermutlich mal die Standardeinstellungen. Und ich glaube, es ist egal, ob ich es jetzt ganz runter oder ganz hoch stelle. Ich werde wahrscheinlich sowieso abkacken. Ja, genau. Und deswegen lassen wir das einfach so. Hungermodus bleibt an. Zeit bis zum Verhungern kann auch so bleiben. Beuteverlust bei Tod. Ich möchte bitte alles behalten. Die Tagdauer. Eine Stunde und die Nachtdauer 2 Minuten. Ja, okay, es kann schon auch. Ach, schade, dass man nicht 5 Minuten einstellen kann. Machen wir halt 4. Genau, und den Rest braucht man nicht. Das heißt, wundert euch nicht, dass es jetzt von Überleben auf Benutzer definiert ist. In dem Moment, in dem ihr bei diesen 4 Sachen irgendwas ändert, geht es automatisch zum Benutzerdefinierten über. Okay. Dann machen wir fertig und starten mal rein. Ich bin gespannt. So, also ja, eigentlich habe ich mich schon ausgerüstet für meine nächsten Erkundungsabenteuer. Ihr seht, ich habe ein bisschen Essen mit. Ich habe hier auch Gesundheitstränke und Verbände und so. Ich würde sagen, ich gehe mal los. Und zwar habe ich gleich neben meinem Zuhause hier den Plündererhügel und da ist ja so eine Mutter. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, versuchen wir die mal zuerst. Das ist auch noch im relativ leichten Bereich. Also mal gucken, wie leicht es dann tatsächlich wird. Und dann schauen wir, ob wir irgendwas im Osten noch machen. Und wenn ich aber hier alles verbraucht habe, und dann bin ich halt einfach tot und habe die Challenge im Prinzip nicht bestanden. Okay, sollen wir einfach mal erstmal uns die normalen Feinde anschauen, wie die jetzt so drauf sind. Okay, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Essen darf ich aber und das werde ich auch tun. Essen, trinken, essen, trinken. Jetzt habe ich nur noch eins von diesem leckeren Food gehabt. Das ist doof. Okay. Oh mein Gott, auf geht's. Plünderer Hügel, willkommen. Okay, und irgendwas schießt uns schon an. Und tausende Leute kommen. Okay, also die sind jetzt erstmal noch nicht so schwierig. Jetzt muss ich hier mal ganz schnell raus. Muss gucken, dass ich mich hier gut koordiniere. Und sorry, ich rede immer meistens nicht so viel, wenn ich kämpfe, weil ich mich einfach konzentriere. Aber die waren jetzt nicht schwer. Ich denke, das liegt halt einfach auch jetzt am. Ja, es ist ja, glaube ich, mehr oder weniger sogar noch Anfangsgebiet hier. Schnell weg. So. Und sie kommen tatsächlich alle instant angelaufen. Nein, raus da. Oh. Ach, scheiße. Komm her. So, da ist auch noch so ein Hyopai. Hä? Geh doch auf. Aber die sind ja immer recht leicht. So, haben wir jetzt... Nein, haben wir nicht. Hier sind noch tausende andere. Okay. Das war krass. Er hat mich jetzt einmal von hinten getroffen. Und schon liege ich am Boden. Kein Problem. Wir gehen nochmal. Es ist natürlich scheiße, dass man dann immer wieder essen muss. Das wäre auch so eine Option, die man vielleicht einstellen könnte, dass man sagt, hey, du verlierst aber jetzt nicht unbedingt deine Buffs. Ja, wobei, das ist eigentlich bei allen Survival-Spielen so. Ja gut, muss ich halt mit denen auskommen, die ich hier habe. Hilft ja nichts. Und dann heile ich mich aber, glaube ich, auch nochmal schnell. Deswegen fliegen wir jetzt kurz hier drauf. Einmal Heiltrank in die Schnüss. Und runter mit uns. So, das darf uns jetzt kein zweites Mal passieren. Ah. Oha, und auch der Hund, der mich von hinten beißt, zieht mir komplett die Hälfte meines Lebens ab. Oh Mann, dann bin ich ja gleich hin, wenn mich die Mutter da erwischt. Okay. Wir trinken natürlich wieder was. Und machen uns auf den Weg zur Mutti. Aber hier sind natürlich wieder andere Schlamper am Start. Na, kommt her. Ich bin bestens vorbereitet.
Nein, ich will da raus, ich will da raus. Ich will nicht, dass irgendeiner hinter mir ist. Oh, no. Nicht beißen. Alter, wo kommen die denn alle her? Jetzt ist da auch schon wieder einer. Komm hoch und weg. Ganz schnell. Oh no, ich bin gefallen. Scheiße. Also das ist echt haarig. Sie haben zwar nicht so viel Gesundheit, aber wenn sie einen dann mal treffen, dann ist tatsächlich was los in der Hose. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir kriegen das hin. Oder Leute? Kurz mal wieder Heiltrank. Buff. So, und wenn ich das alles aufgemampft habe und keine Tränke mehr habe, dann bin ich offiziell gescheitert. Wo sind denn jetzt alle hin? Where are you? Da sind noch zwei. So, schnell mal hier ins Gefecht. Nein, nein, nein. Ducky sagt nein, nein, nein. Wie kann er mich treffen? Ich habe geblockt. Tschüss. Und du auch. Halleluja, jetzt wäre ich aber grantig. Okay, und da ist die Plünderer-Alte. Und irgendwas schießt mich da an. Oh, da ist sie. I don't like it. Ich möchte mal ganz kurz hier rauf. Und den Bogen ausprobieren. Oh mein Gott, die sind so hässlich. Mann, hört doch mal auf damit. Das ist unfair. Scheiße, und ich hoffe, ihr hört das Vibrieren jetzt nicht, denn draußen wird gerade der Garten irgendwie umgebaut und es vibriert. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Trinken Trank. Und sie fällt um. Oh mein Gott. Wieso bin ich denn jetzt? Ach so, weil ich noch vergiftet bin. Und da falle ich instant wieder um. Boah, alles vibriert hier, Leute. Das ist so hart. Aber nein, es ist nicht so schön wie eine Vibrationsmassage. Okay, das war irgendwie dumm. Egal, wir können wiederkehren. Ich glaube, ich mache mal kurz eine Pause, bis die fertig sind. Wir sehen uns gleich wieder. So, back in the business. Jetzt macht er gerade was anderes draußen, der Bagger. Und deswegen können wir jetzt wieder hier runter zu unserer hässlichen Plünderermutter. Wo ist die Alte? Hier. Na los. Nein, 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 nein. Du darfst mich nicht mit deinem Scheißgift treffen. Oh, oh, schnell, schnell, heil dich. Oh mein Gott, das geht noch 16 Sekunden, dann sind ja alle meine Tränke weg. Nein. Hör auf damit. Alter, ist das heftig. Oh nein, und da ist schon wieder so ein Hans. Fuck. Fuck. Trink. Ja, Hilfe. Okay, es ist jetzt vorbei. Ich habe noch 4 Tränke und die kommen natürlich alle wieder angeschissen. Mein Gott. Oh, no, 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 no. Es ist doch nicht möglich. Ich will einfach nur diese blöde Plünderermutter. Zifix, das gibt's doch nicht. Lacht nicht, ne? Mach das erstmal selber. Also. Wir trinken und essen unsere Reste. Und ich nehme jetzt mal das Schwert. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Oh, nein! Boah, das war nicht geplant. Man sollte vielleicht nicht unbedingt trinken, während man im Flug ist. Okay, zusammenreißen. Das Blöde ist, dass der Typ mich da jetzt so nervt. Der kann mir eigentlich gestohlen bleiben. So, und sie schmeißt wieder ihren Rotz und jetzt ist natürlich da auch wieder ein Köter. Das darf mich einfach nicht treffen. Und die müssen weg.
Boah, das war knapp. Okay, die sind weg. Nein, weg. Oh mein Gott. Jetzt fängt es auch noch zu laggen an. Uff. Okay, das hat mir nicht so viel gemacht. Die schmeißt aber auch im Akkord ihre Scheiße. Ah, dann gehen wir halt von da, du blöde Kuh, du blöde Drecksau. Ausrüstung reparieren. Oh nein! Nein, weg! Das war knapp. Aber ich glaube, ich schlag mich gerade ganz gut. Nein! Okay, zu früh gefreut. Fuck. Verbinde dich, Mädel. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich will darüber. Mein Gott, muss das für euch ein Chaoskampf sein. Oh, fuck, raus da. Schaffe ich es nochmal, mich irgendwie zu verbinden? Hey, wie kann sie mich denn durch das Ding bitte treffen? Das zählt aber jetzt nicht. Das finde ich gemein. Ja, ja, schmeiß doch deine Rotze. Blöde Kuh, du blöde. Jetzt bist du gleich dran. Jawoll. Und da ist, was für ein Scheiß. Ich habe sie auf jeden Fall erledigt und sie hat mich erledigt. Geil. Ja, puh, das war knapp. Und übrigens, Leute, weil ja gestern meine Aufnahme abgekackt ist, als ich euch die Blöcke zeigen wollte, ich habe sie hier platziert. Das sind die neuen Baublöcke, die gemischten Sandsteinblöcke. Für alle die, die es nicht mitbekommen haben, die findet man, wenn man zur Nomadenanhöhe düst und dann hier runter ins Plünderer, in den Plünderer Außenposten. Da ist der ganz hohe Turm und auf dem Turm ist eine Kiste und da sind die drinnen. Genau, sie schauen auf jeden Fall so aus und von oben so. Und ja, ist auf jeden Fall ein cooler neuer Block. Kann man echt nichts dagegen sagen. Wir können jetzt noch, jetzt lasst mich mal überlegen, hier war, glaube ich, auch noch ein Boss. Das heißt, wir gehen mal schnell zu den Nomadenanhöhen. Und da war dieses, ach, wie heißt sie denn auch, diese Monstruität? Heißt sie so? Monstruität? I don't know. Wir werden es sehen. Die müsste da hinten unten im Miasma sein. Und deswegen düsen wir gleich mal dahin. Und ich hätte meine Waffen reparieren können, aber Klein Loni denkt natürlich an sowas wieder nicht. Macht nichts, dann nehmen wir den Knüppel und auf ins Abenteuer. Dadurch, dass es ja hier schon höher im Level ist, müssten eigentlich auch die Monster hier höher sein und schwieriger. Jetzt gucken wir mal. Genau, Brutmonstrosität. Dann probieren wir uns jetzt noch an der guten. Oh ja, und die nimmt fast keinen Schaden von mir. Seht ihr das? Oida. Also das kann sich wieder um Jahre handeln. Aber irgendwie... Oh, jetzt macht sie was. Und ich bin gefallen. Ja. Das war natürlich blöd, aber das war ja jetzt auch nur zuvor für Zwecken. Ihr habt gesehen, wie viele Lebenspunkte die tatsächlich hat in diesem Levelbereich. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, wie irgendwelche Brutmonstrositäten in dem Bereich hier sind. Ich würde den Part an der Stelle auch beenden. Eine ganz wichtige Sache noch. Wenn ihr wollt, dass ich mit meiner Community diese Einstellungen spiele und zum Beispiel den stärksten Boss im Spiel besiege, dann schreibt es mal in die Kommentare und dann werden wir das auf jeden Fall gerne für euch machen. Ja, und dann ist der Part an der Stelle auch wieder vorbei. Es ging ja eigentlich heute nur darum, euch mal zu zeigen, was es für Einstellungen gibt und wie sich diese aufs Spiel auswirken. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.